Das Kalahari-Becken im Süden Afrikas. Etwa die Hälfte dieses Beckens nimmt die Kalahari-Halbwüste ein. Sie umfasst eine Fläche von 1,2 Millionen Quadratkilometern. Mehr als das Dreifache der Fläche von Deutschland. In dieser unwirtlichen Umgebung hält sich eine erstaunliche Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten. Hier kämpfen die Tiere jeden Tag ums Überleben und ziehen dabei ihren Nachwuchs groß. Das Klima ist feindlich. Ressourcen sind knapp und der Konkurrenzkampf ist gnadenlos. Kann hier nur der Stärkste gewinnen? Ganz im Gegenteil. Nur Einigkeit führt hier ans Ziel. Geschickt, schlau und erfinderisch haben die Tiere der Kalahari erstaunliche Strategien entwickelt. Sie helfen sich gegenseitig und arbeiten zusammen. Ein Feuchtgebiet am Rand der Kalahari. Ein fast idyllischer Anblick. Große Wasserflächen scheinen ein ruhiges Leben im Überfluss zu ermöglichen. Doch der Eindruck täuscht. Alle hier sind ständig in Gefahr. Selbst dieses mächtige Krokodil. 200 Kilo pure Kraft. 3 Meter Länge und vielleicht der kräftigste Kiefer der Tierwelt. Damit lassen sich selbst Büffelknochen zermalmen. Es ist ein Weibchen. Es beherrscht diesen Flussabschnitt und braucht doch den Pakt mit einem überraschenden Verbündeten. Dieser kleine Vogel ist ein Kaptril. Er nistet am Ufer und wird bald mutig zu Hilfe eilen. Das Krokodilweibchen hat gerade sein Gelege im Sand versteckt. Bis zu 80 Eier bei nur einem Gelege pro Jahr. Jetzt muss der wertvolle Nachwuchs bis zum Schlüpfen in etwa 3 Monaten Tag und Nacht beschützt werden. Allein ist das unmöglich zu schaffen. Erste Interessenten sind schon da. Nilwarane. Gefräßige Tiere mit einer besonderen Vorliebe für Krokodileier, die im heißen Flusssand liegen. Das Krokodilweibchen ist auf der Hut. In seinen Augen ist die Echse kein ernstzunehmender Gegner. Auch wenn sie näher kommt. Der Waran ist vorsichtig und hat Geduld. Minuten vergehen. Die Hitze wird drückender. Die Wachsamkeit des Krokodils lässt nach. Ausgerechnet jetzt ist kein Kaptril in der Nähe. Prompt wird der Waran aktiv. Durch sein Züngeln nimmt er Gerüche wahr und findet schnell, was er sucht. Das erste Beutestück ist nur der Anfang. Jetzt wagen sich weitere Warane vor, die im Gras gelauert haben.
Sie wühlen im Sand. Alarmiert von den Geräuschen erwacht das Krokodil und geht zum Angriff über. Die Echsen haben fast ein Viertel des Geleges vertilgt. Warane sind besonders beharrlich. Hat das Krokodil allein eine Chance gegen die Angreifer? Es muss sich unbedingt abkühlen. Aber wenn es sich entfernt, bleibt von den Eiern nichts mehr übrig. Nun schlägt die Stunde der Kaptriele. Gegensätzlicher könnten Tiere nicht sein. Mit großen Augen und langen, dünnen Beinen wirken sie besonders zart neben dem mächtigen Krokodil. Jetzt kann der Koloss den Wachposten unbesorgt verlassen. Es folgt eine erstaunliche Konfrontation. Kaptriele gelten als besonders mutig. Zu Recht. Ein Nilwaran kann sie nicht beeindrucken. Mit einer ganz eigenen Technik schrecken sie die Plünderer ab. Wenn das nicht wirkt, legen sie nach. Ihre anmutige Choreografie ist äußerst wirkungsvoll. Die große Echse gibt auf. Offenbar sind Kraft und Größe nicht alles. Die Kaptriele kämpfen auch für den eigenen Nachwuchs. Durch das Bewachen der Eier des Krokodils sichern sie sich dessen Präsenz, die andere Nesträuber abschreckt. In der Wildnis erreichen nur wenige Jungtiere das Erwachsenenalter. Wer überlebt, verdankt dies oft dem Zusammenspiel überraschender Kräfte und Kooperationen, die für das Fortbestehen ganzer Arten unverzichtbar sind. Ähnliche Konstellationen lassen sich überall in der Kalahari entdecken. Ein gewaltiges Gebiet, das sich über drei Länder im südlichen Afrika erstreckt. Namibia, Südafrika und Botswana. Seit Millionen Jahren ist die Region fast unverändert. So können Tiere und Pflanzen Verhaltensweisen perfektionieren und Vorteile und Risiken der Zusammenarbeit ausloten. Bündnisse entstehen, die Überleben sichern.
Der Südosten der Kalahari. Hunderte Kilometer vom Fluss der Krokodile entfernt. In dieser trockenen Region leben flinke Tiere, die einfallsreich und perfekt organisiert sind. Erdmännchen sind besonders soziale Lebewesen. Ihr Clan ist auf Gedeih und Verderb vereint. Das Überleben des Einzelnen hängt immer von den anderen ab. Vor allem in einer neuen Generation. Diese vier sind erst ein paar Tage alt. Im Bau sind sie gut geschützt. Trotzdem können Raubtiere gefährlich werden. Deshalb ist ein Clan-Mitglied nur für ihren Schutz zuständig. Dieses junge Weibchen hat die Aufgabe, die Kleinen Tag und Nacht zu bewachen. Aber ist es erfahren genug? Jetzt muss sich das Weibchen beweisen. Alle anderen Erwachsenen sind auf Nahrungssuche. Schon naht Gefahr. Diese Puffotter kann tödlich sein. Sie sucht Schatten. Und sicher auch Beute. Das junge Weibchen schlägt Alarm. Allein kann sie nichts gegen das Reptil ausrichten. Schon verschwindet es im Bau der Jungen. Die Aufpasserin ruft immer weiter. Die Schlange darf die Jungen nicht erreichen. Alle reagieren auf die laute Warnung. Ein Teil der Gruppe sorgt für Ablenkung. Der andere bringt die Jungen durch einen zweiten Eingang in Sicherheit. Kein leichtes Unterfangen. Die Neugeborenen sind noch sehr empfindlich. Gemeinsam meistern die Erdmännchen die riskante Mission. Ein besonderer Erfolg. Rund 50% der Erdmännchen überleben ihr erstes Lebensjahr nicht. Durch ihre Warnrufe hat die Aufpasserin die Kleinen gerettet. In einem Monat verlassen die Jungtiere den Bau. Dann wird ihre Beschützerin noch mehr aufpassen müssen. Sie kann sich auf ihre Artgenossen verlassen. Nur so ist der Clan gegen alle Gefahren gewappnet. Die Zukunft der nächsten Generation hängt von dieser Solidarität ab. Die Namib-Wüste westlich des Kalahari-Beckens. Auch die Wüstenelefanten wollen ihre Jungen durchbringen. Das Überleben der zwei Kälber hängt von der Matriarchin ab, der ältesten und erfahrensten Elefantenkuh. Ihr Ziel ist ein ausgetrockneter Fluss. Die Dürre hat zu bedrohlichem Wasser- und Nahrungsmangel geführt. In der sengenden Hitze muss der kleine Trupp auf der Suche nach Trink- und Fressbarem viele Kilometer zurücklegen.
Die Matriarchin hat nur eines der Kälbchen zur Welt gebracht. Doch für sie macht das keinen Unterschied. Die Kleinen sind die Zukunft der Familie. Elefanten halten immer zusammen. Niemand wird zurückgelassen. Um genug Milch für die Jungen produzieren zu können, muss eine Elefantenkuh jeden Tag rund 150 Liter Wasser und 200 Kilo Nahrung finden. Das gelingt nicht immer. Heute gibt es bislang nur Blätter und Rinde, wenig nährstoffreich. Sie müssen weiterziehen, um etwas Gehaltvolleres zu finden. Die Matriarchin und ein Junges sind erschöpft. Mit bis zu 50 Grad ist die Hitze tagsüber unerträglich. Im ausgetrockneten Flussbett sucht die Matriarchin etwas ganz Bestimmtes. Ihr Gedächtnis ist unschlagbar. Sie weiß, dass es hier eine Ressource gibt, die sie retten kann. Ana-Bäume. Ihre eiweißreichen Früchte reifen zum Ende der Trockenzeit, wenn die Tiere sie am dringendsten brauchen. Die Natur macht ihre Sache gut. Allerdings wachsen die ersten Früchte ganz oben in der Baumkrone. Selbst dieser Einzelgänger, ein großer Bulle, erreicht sie nicht. Kräftige Stöße helfen auch nicht weiter. Bleibt ihm die dringend nötige Nahrung verwehrt? Zumal Paviane schon das Buffet plündern. Da zeigt sich ein erstaunliches Verhalten. Die Affen lassen ein paar Früchte vom Baum fallen. Vielleicht eine Geste der Solidarität? Jedenfalls beginnt hier eine Kette von Kooperationen, von der alle profitieren. Indem sie einen Teil ihrer Beute abgeben, locken die Paviane die Elefanten an. Die wiederum halten Raubtiere fern. Und das ist noch nicht alles. Die Dickhäuter verspeisen die Früchte und setzen Kot ab, der nun voller Ana-Baumsamen ist. Diese verteilen sie auf ihrer Wanderung. So sorgen sie für die Verbreitung der Bäume. Selbst die Samen, die nicht keimen, spielen eine Rolle. Sie ernähren andere hungrige Tiere. Alle haben gelernt, die Köstlichkeiten aufzuspüren. Und es geht noch weiter. Der Kot der Elefanten düngt den Boden. Jetzt kommt ein vergleichsweise winziges Lebewesen zum Einsatz. Der Mistkäfer. Er formt eine perfekte Kugel, um Weibchen anzulocken. Dabei verdichtet er die Nährstoffe. Indem er diese Brutpille an einen geeigneten Ort transportiert, verteilt er den Kompost. Eine wahre Großtat.
Die Kugel ist um ein Vielfaches schwerer als er. Am Ziel vergräbt er die Kugel, die dem Mistkäferweibchen als Eiablage dient. Und düngt damit den Boden. Jeder hier, klein oder groß, Pflanze oder Tier, spielt eine Rolle in der Kette und erhält so das ökologische Gleichgewicht dieser Region. Hunderte Kilometer von dem trockenen Flussbett entfernt leben diese neugierigen Tiere in großen Rudeln. Zebramangusten. Die kleinen Fleischfresser sind immer hungrig und clever. Dank einer besonderen Strategie kommen sie ohne Jagdstress an Nahrung. Sie gehen ein Bündnis mit deutlich größeren Tieren ein. Warzenschweinen. Dabei wirken diese Wildschweine der Savanne nicht sehr freundlich. Wie werden sie zu Verbündeten? Zunächst wenden sich die Mangusten leicht zugänglichen Nahrungsquellen zu. Sie wühlen in Kothaufen, spüren Larven auf und plündern Gelege von Vögeln. Diese Manguste hat ein Grunzen gehört. Plötzlich hat es der Mangustentrupp sehr eilig. Die Warzenschweine vertilgen gerade eine üppige Mahlzeit. Zuerst beobachten, dann heranpirschen. Die Warzenschweine lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Was sollen ihnen die kleinen Vierbeiner schon anhaben? Die Mangusten stören die Warzenschweine weniger als juckende Quälgeister. Eine besonders mutige Manguste wagt sich vor. Sie hat es auf die Parasiten abgesehen, die sich auf der dicken Schweinehaut einnisten. Voller Proteine sind sie sehr nahrhaft, wenn man denn rankommt. Die Mangusten haben eine spezielle Technik, müssen aber auf den passenden Moment warten. Die Warzenschweine spielen mit. Sie haben auch etwas davon. Aber dafür muss das Jucken erst unerträglich sein. In der artenübergreifenden Zusammenarbeit muss man wissen, wann der andere bereit ist. Dann profitieren alle. Antiparasitenbehandlung gegen proteinreiche Happen, ohne dass eine der beiden Seiten sich verausgaben muss. Aber alles Gute hat ein Ende. Die Mangusten wissen, wann sie besser das Weite suchen.
Erstaunlich, wie so unterschiedliche Tierarten zusammenarbeiten. Die Notwendigkeit führt manchmal zu merkwürdigen Begegnungen. Bei den Erdmännchen ist ein Monat vergangen. Heute ist die junge Aufpasserin als erste wach. Schon bei den ersten Sonnenstrahlen ist sie aufmerksam. Ihre Schützlinge wagen sich inzwischen aus dem Bau. Im Freien jedoch sind sie ständig in Gefahr. Geduldig bringt sie ihnen bei, wie sie Beute aufspüren können. Das Kindermädchen hat immerhin auch einen Lehrauftrag, auf den sie sich so konzentriert, dass sie die Gefahr von oben nicht bemerkt. Der Greifvogel sieht besonders scharf. Aber die Erdmännchen haben einen Helfer. Den Trauerdrongo. Das junge Weibchen kennt das Signal. Gefahr im Verzug. Sofort läuft sie mit den Kleinen zurück zum Bau. Entwarnung. Die Jungen sind in Sicherheit, dank einem perfekt funktionierenden Bündnis. Auch der Drongo kommt auf seine Kosten. Er holt sich die von den Erdmännchen ausgegrabenen Insekten. Ein Geben und Nehmen. Das ist allerdings nicht immer so. Der schwarze Vogel sieht harmlos aus. Aber er spielt ein doppeltes Spiel. Wie die Erdmännchen mag er vor allem Skorpione. Da ist auch schon einer. Und dort noch einer. Skorpione sind hier eher selten. Der Vogel hat einen Plan. Er stößt Warnrufe aus. Und braucht sich nur noch zu bedienen. Falscher Alarm. Aber echte Beute. Die Erdmännchen gehen leer aus. Eine Lektion, die sie sich merken werden. Verbündeter und Retter in einem Moment, Betrüger im nächsten. So ist das mit den Drongos. Die Aufgabe der jungen Aufpasserin ist es, alle Jungen unbeschadet zur Mutter zurückzubringen. Also lässt sie sich auf das Spielchen mit den Drongos ein, bis sie eine effektivere Überwachungstechnik findet. Doch das wird noch ein Weilchen dauern. Bis dahin braucht sie den Drongo und die artenübergreifende Zusammenarbeit. Über den Weiten der Kalahari wird es Nacht. Die tagaktiven Bewohner haben sich in ihre Unterkünfte verzogen. Jetzt schlägt die Stunde des Erdferkels. Diese uralte Art nutzt die Dunkelheit, um sich gefahrlos zu ernähren. Mit den großen Ohren hört das Erdferkel jeden Feind.
Die lange Schnauze stöbert die 50.000 Termiten und Ameisen auf, die es jede Nacht braucht. Und die kräftigen Klauen zerpflügen den Erdboden. Die Evolution hat es zum echten Erdarbeiter gemacht. Trotzdem ist es vorsichtig. Es gräbt und verschwindet. Ein Stückchen entfernt taucht es wieder auf. Das geht so weiter, bis es seine Ration hat. Am nächsten Morgen ein seltsames Bild. Der Boden zeugt von der nächtlichen Arbeit. Das Erdferkel hat auf seiner Nahrungssuche tiefe Löcher gegraben. Viele andere Tiere nutzen diese, um sich vor der Kälte der Nacht und Raubtieren zu schützen. Mehr als 20 Tierarten hängen so von ihm ab. Erdwölfe zum Beispiel, die Kappkobra, Dachse, Erdmännchen, kleine Mäuse und sogar Warzenschweine. Der nachtaktive Baumeister sollte längst schlafen, aber er hat nicht genug gefressen. In der Hitze des Tages muss er Überstunden machen. Welchen Nutzen zieht er selbst aus seiner Bauaktivität? Seine Gänge dienen ihm als Schutz und zur Aufzucht seiner Jungen. Nebenbei lockern sie den Boden auf und erhalten die Artenvielfalt, also auch seine Nahrung. Das Erdferkel ist nicht der einzige Baumeister der Kalahari. In Baumkronen arbeiten kleine Vögel an einem gewaltigen Projekt. Als wahre Meisterarchitekten. Ihr Name ist Programm, Siedelweber. Sie besetzen nicht die Unterkünfte von anderen. Im Gegenteil, perfekt organisiert bauen sie gemeinsam eigene Siedlungen. Dieses fest in einer Akazie verankerte Gebilde ist ihr Nest. Ein Kunstwerk. Und eine technische Meisterleistung. Generationen von Vögeln haben hier Zweig für Zweig ein Bauwerk erschaffen, das fast eine Tonne wiegt. Ergebnis unermüdlicher Teamarbeit. Zurzeit wird kräftig gebaut, weil die ersten Jungvögel schlüpfen. Die ganze Kolonie ist aktiv. Für die Sicherheit der Nachkommen muss das Bauwerk verstärkt werden. Jedes der Löcher führt zu einer der rund 200 Kammern. Durch die luftige Bauweise herrschen innen angenehme Temperaturen. Die Schwankungen zwischen heißen Tagen und kalten Nächten werden ausgeglichen. Das lockt Neider an. Wie dieses Rosenköpfchen. Der kleine Papagei ist nicht willkommen. Um ihn zu vertreiben, arbeiten die Siedelweber geschickt zusammen. Laut zeternd picken sie auf ihn ein. Es funktioniert. Die Siedelweber regen sich nicht nur auf, weil sie ihr Nest nicht teilen wollen. Ihre ersten Jungvögel sind geschlüpft. Sie haben viel zu tun. Die Kleinen müssen gefüttert und beschützt werden. Jeder macht mit. Das ist der Vorteil einer Wohngemeinschaft. Die Nachbarschaftshilfe ist unverzichtbar, denn die Feinde lauern schon. Dieser zum Beispiel, angelockt durch das laute Gewusel. Eine Kappkobra, der schlimmste Feind der Siedelweber.
Giftschlange ist hungrig und die Jungvögel sind leichte Beute. Noch hat kein Vogel sie bemerkt. Sie sind zu beschäftigt. Spüren die Kleinen die Gefahr? Endlich wird die Kobra entdeckt. Und alle schlagen Alarm. Die Siedelweber wissen, die Kobra kann bei einem Angriff mehrere Jungvögel verschlingen. Diesmal reichen laute Schreie nicht. Die Schlange kommt den Jungen immer näher. Sie erreicht eine der Kammern. Zum Glück ist sie leer. Da erscheint ein kleiner Raubvogel, der mit den Siedelwebern zusammenarbeitet. Der Halsbandzwergfalke zählt zu den kleinsten Greifvögeln. Aber er ist besonders angriffslustig. Er beginnt seine Offensive mit einer Warnung. Erst Schreie, dann Drohgebärden. Die Kobra wirkt tatsächlich beunruhigt. Nun startet der Falke seinen Angriff. Die Schlange wartet nicht auf den dritten Ansturm. Warum legt sich der Falke so für Jungvögel ins Zeug, die nicht seine eigenen sind? Fachleute glauben, hier wäscht eine Hand die andere. Zwergfalken besetzen einzelne Kammern des Riesennestes. Die Siedelweber tolerieren sie. Die Falken sind zwar laut und stehlen manchmal einen Jungvogel, aber ihre Aggressivität ist ein Trumpf, der diese Opfer wert ist. Nicht jedes Bündnis ist perfekt. Wenn man nur 14 cm groß ist und 30 Gramm wiegt, muss man zusammenhalten. Die Nacht bietet der Kalahari eine Atempause. Im eigenen Nest oder in einem fremden? Sonnenaufgang über der Namib. Die Elefanten ziehen weiter. Sie müssen Nahrung und Wasser finden. Der lange Marsch ohne Stärkung zehrt an den Kräften. Dann, mitten in der Wüste, ein Wasserloch. Ausgehoben von Menschen. Ein wahres Geschenk für die Dickhäuter.
Erfrischung allein wird aber nicht ausreichen. Die Elefantenkühe haben keine Milch mehr. Sie müssen fressen, um die Kleinen ernähren zu können. Haben sie die Kraft, weiterzulaufen? Der Marsch wird fortgesetzt, bevor die Sonne zu hoch steht. Gemächlich, aber zielstrebig. Die Matriarchin weiß, welcher Weg zu den Ressourcen führt, die ihnen das Leben retten werden. Ihr außergewöhnliches Gedächtnis bewahrt alles, was sie von ihrer Mutter gelernt hat. Und sie gibt dieses Wissen an die Kleinen weiter, die ihr mit Mühe folgen. Auf einmal lässt sich die Luft kaum noch atmen. Vorzeichen für einen Sandsturm. Werden Sturm und erdrückende Hitze zum Todesstoß? Legen die Elefanten eine Pause ein, verlieren sie wertvolle Zeit. Aber es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Die Jüngsten sinken vor Erschöpfung zusammen. Die Matriarchin ist mit ihren Kräften am Ende. Sie bricht ebenfalls zusammen. Der Zusammenhalt der Gruppe hat bis zuletzt funktioniert. Über Jahrtausende haben sich Elefanten und andere Bewohner der Trockengebiete an die Anforderungen der Region angepasst. Aber die Lebensbedingungen verschlechtern sich. Der Klimawandel vollzieht sich zu schnell. Über Jahrtausende entwickelte Bündnisse sind heute wichtiger denn je. Widerstehen sie dem wachsenden Druck? Bleibt den Tieren noch Zeit, sich anzupassen? Und finden sie neue, kollektive Strategien? Davon hängt hier das Überleben aller Arten ab.